Jo Leute, damit willkommen wieder zu einem weiteren neuen kurzen Shop-Video. Ich zeige euch heute wie immer, was in den Shop reinkommen wird. Und davor ganz kurz noch eine Info. Gerade eben wurde endlich das neue Update angekündigt. Heute um 10 Uhr gehen die Server aus. Dann gibt es ein neues Update. Wollte ich ganz kurz gezeigt haben. Und jetzt gehen wir schnell auf den Shop drauf, denn der ist gleich da. Und lasst natürlich gerne ein Abo hier, falls ihr neu da seid. Und mal gucken. 3, 2, 1. Der neue Shop ist da. Okay, okay. Neue Lackierung. Captain America ist noch hier. Und es gibt sogar ein neues Paket, das zeige ich ganz kurz davor, das Verderbnis-Legenden-Paket für 15,99 €. Sehen wir hier schon, gibt es jede Menge Sachen. Ich zeige es mal ganz kurz einzeln. Hier gibt es einmal die verderbte Arachne, dann hier noch die verderbte Einsicht und auch noch den verderbten Shogun gibt es dann jetzt hier im Paket. Alle einzeln noch mit einem Rückenteil und das sehr coole daran ist, man kann die einzeln nochmal anpassen. Hier sehen wir schon, man kann die Verderbnis einstellen. So ist es auf 18%, nur ein bisschen hier mein Gesicht und auf 100% ist es komplett. Sehr, sehr cool, neue Option hier, verdammt nice. Heute wie gesagt neu hier im Shop und daneben gibt es dann einmal die Schnorr-Axt zurück mit den mehreren Varianten. Ich zeige mir hier direkt den Ton. Und passend dazu gibt es natürlich hier die Wiki, sehr cooler Skin, auch hier mit allen Stilen und einem integrierten Emote. Ja. Finde ich ganz cool, man kann hier halt so gesehen den Stil ändern, ist auf jeden Fall nach einem Monat zurück. Und daneben gibt es einmal den Beef Boss, der lustige Burger Skin auf dem Rücken hier mit der Pommes, sehr sehr lustig. Dazu gibt es einmal passend dazu die Berätlingsklatsche-Hacke und dann auch noch hier die fliegende Untertasse als Gleiter nach einem Monat zurück. Und daneben gibt es einmal nochmal die Reflexklingen, die ultra nice sind. Passend dazu hier die Sirene aus dem Killer-Kommando-Set, auch ein nicer Skin, hier mit einem zweiten Stil und einem Rückenteil. Dann gibt es dazu noch hier den männlichen Skin und zwar den Vark, auch der ist ganz cool mit dem Pelzrückenteil, auch das hier gibt es hier in zwei Stilen. Dann gibt es dazu noch einmal die Exitus-Äxte, auch nach einem Monat zurück. Und an letzter Stelle gibt es hier einmal die böse Blickhacke. Und passend dazu die Sakria mit dem sehr coolen Rückenteil hier und dann einmal noch die himmlische Lackierung. Und dazu gibt es auch noch einmal die Tugendhacke. Und zu guter Letzt natürlich auch noch hier den Melkor-Skin, auch mit sehr coolen Flügeln. Auch nach einem Monat zurück. Und das hier sind alle vorgestellten Gegenstände. Und an der Stelle könnt ihr gerne ganz kurz rechts unten hier auf den Schützen Creator klicken. Würde mich sehr freuen, wenn ihr hier Detour eingeben würdet. Auf jeden Fall gehen wir jetzt dann auch schon zu den täglichen Gegenständen. Denn hier gibt es ganz vorne einmal die Paar-Patrouille. Ein sehr, sehr cooler Skin. Kostet nur 800. Ich würde sagen, da macht man echt nicht viel falsch mit. Und passend dazu gibt es sogar auch hier die Hacke zurück. Und zwar die Golfaxt. Beides nach einem Monat zurück und dann gibt es einmal noch hier die neue Lackierung, bedrohlicher Donut, wie wir sehen, eine Donut-Lackierung, das sieht wirklich ultra nice aus. Ich zeige mal hier alle Modelle, alles hier mit so einer Donut-Glasur, finde ich mega cool. Auf jeden Fall neu hier im Shop und darunter gibt es einmal hier Krabbe. Auch nach einem Monat zurück und da gibt es einmal noch hier unendlicher Depp. Nach 24 Tagen zurück und an letzter Stelle gibt es hier Taxi. Ja, der ruft hier so gesehen nach einem Taxi nach 21 Tagen zurück. Und dann gibt es hier immer noch effektvoller Salut und passend dazu natürlich auch den Captain America Skin. Ist er schon sehr, sehr oft im Shop gewesen und das war es hier auch schon mit dem neuen Shop.